Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Demo. Wir spielen A Little to the Left. Ich glaube, das ist ein Spiel, in dem man aufräumt und Sachen ordentlich macht. Vielleicht hat es etwas mit dieser Katze zu tun, die man da im Hintergrund sieht. Mal schauen. Also, ich bin gespannt. Und ich frage mich, wie weit wir spielen können. Aber ich mag ja sowas so aufräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Spiel Unpacking. Da geht es ja nur darum, sämtliche Pakete, also wenn man beim Umzug Sachen auszupacken und an den richtigen Ort zu stellen. Mit ein bisschen Freiraum und ein bisschen Geschichte dahinter. Fand ich ganz nett. Ich hoffe, dass das ein bisschen in die Richtung geht. Also nicht genau in die Richtung, aber das ist so ein bisschen so ähnlich. Let's play! Oh. Wir mussten das Bild gerade machen. Okay. Alles klar. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich habe den Ton tatsächlich nicht getestet. Ah, okay. Guck, wir räumen auf. Yes. Egal, wo wir sind. Nein, wir mussten es genau in die Mitte packen. Oh boy. Ah. Sticker abmachen. Warum sind da mehr als ein Sticker an den Sachen dran? Das klingt nach Scam. Von zwei Stellen. Okay, die müssen wir doch jetzt bestimmt nach Größe sortieren. Yay! Ach so je. Stern zu bedeuten. Uiui. Oh, nein, nein. Böse Katze. Tun.
Sachen drehen? Nein. Ich würde ja sagen, ich schmeiß das einfach alles weg. Hallo? Yay! Okay. Jetzt habe ich verstanden, was man tun muss. Oh boy. Oh je. Wird hier nicht aufgeräumt. Thank you.
recht. Nein, die wachsen mal da oben gar nicht. Ja, das passt doch viel besser. Falsch.
doch noch Größe sortieren. Ja, wahrscheinlich was Größe sortieren, sondern was sie da von mir wollen. Gibt's sowas wie Tipps? Ah, Kind. Das habe ich doch gemacht. Reset. Und demo, we hope you had fun tidying up around here. So much more to share, so please follow us for updates. No. Es war doch eigentlich ganz schön. Ein bisschen verwirrend, weil die Instructions nicht jedes Mal klar waren, beziehungsweise beim letzten Level habe ich ja genau das gemacht, was ich tun sollte, und das hat nicht funktioniert. Vielleicht habe ich aus Versehen eins von den Schnipseln oder was das war, nicht weit genug weggeworfen. I don't know. Ja, also wenn ihr Bock habt, aufzuräumen und prokrastinieren wollt, nicht euer Zimmer aufzuräumen, sondern hier Dinge zu ordnen, oder eurem Putz, eurem Ordnungsfimmel nachgehen möchtet, ist das, glaube ich, das richtige Spiel. Also ich muss schon sagen, ja, es ist nett. Ich hatte es ein bisschen schöner, also ich hatte ein bisschen Story vielleicht ein bisschen so dazu erwartet. Also heißt so ein bisschen mit der Katze, aber ich denke, das liegt an der Demo. Ich finde auch den Zeichenstil sehr schön. Also ich finde dieses dass es so ein bisschen grainy ist, dass es so ein bisschen
dreckig wirkt. Also es ist nicht dreckig, es ist diese Kreidezeichnung mäßige. Das finde ich sehr schön. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nicht vergessen, abonnieren. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wenn ihr von irgendeiner anderen Demo noch wisst, die es auf jeden Fall noch gibt, die ich noch nicht abgedeckt habe, ja, teste gerne neue Sachen aus. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen Video. Bye!